Es ist ein sehr schöner Saal in der Philharmonie hier. Die Akustik ist wunderbar. Da braucht man eigentlich nicht viel machen, nur gut bei Stimme zu sein und dann klappt das schon. Ich trete so auf und tue das, was für mich natürlich ist, sei es im Singen oder im Schauspielen oder wenn ich Film mache, das, was sich für mich gut anfühlt. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir das Publikum so richtig in Schwung bringen können, ne? Ich mache ja ganz viele verschiedene Rollen. Das kann traurig sein, das kann nachdenklich, das kann überaus glücklich, introvertiert, extrovertiert. Alle diese Versionen, die man hat als Darsteller, die man präsentieren sollte. Jetzt, ich habe eine Frau Formanek von der Komischen Oper, ist hier für die Schminke, hat mich heute geschminkt und Frisur gemacht. Bin ganz happy, denn sie macht das ganz schön, finde ich. Und hier liegen noch Luftballons. Ja, das bringe ich rein. Die müssen jetzt unter. Hallo. Diszipliniert zu der Probe zu kommen, gut eingearbeitet zu sein, vorbereitet zu sein, Dinge abgesprochen zu haben. Das ist für mich wichtig, wenn man eine gute Künstlerin sein möchte. Eigene Garderobe, Klavier zum Einsingen. Das ist eigentlich ganz schön. I want to give them a picture. Of course I'm not Lisa in private when I'm on stage. I just want to be honest. Ich bin Opernsängerin, ich bin Schauspielerin, ich mache Filme, ich arrangiere auch Konzerte. In dem Sinne habe ich auch unterschiedliche Vorbilder schon immer gehabt. Ich möchte da ganz besonders meine Gesangsmama erwähnen, Brigitta Seidler-Winkler. Sie ist ein Teil von mir sozusagen, ihrer Gesangstechnik, das, was sie mir vermittelt hat. Ohne sie wäre ich nicht heute das, was ich bin. Als Opernsängerin ist René Fleming sicherlich ein Vorbild für mich. Sie hat eine traumhafte Stimme, finde ich. Sie hat das Gold in der Kehle. Sie hat auch eine sehr, sehr aufrichtige, ehrliche Biografie gelesen. Charlie Chaplin ist ein Vorbild für mich, denn er war so eigen und so speziell und so lustig auf seine Art. Jeder weiß, wer Charlie Chaplin ist. Und so war er eine eigene Marke, hat sich auf eine Art und Weise rübergebracht. Das hat kein anderer so gemacht wie er. Wann bin ich eine Frau? Na gut, ich bin nur mal eine, das ist Nummer eins. Ich bin einfach eine Frau, wenn ich mich gut spüren kann. Ich muss mich spüren. Das geht so ein bisschen auf die andere Antwort auch hin. Ich muss mich spüren in meiner Arbeit, in dem, was ich sagen möchte, dem Publikum geben möchte. Dann fühle ich mich als Frau. Dann brenne ich, dann bin ich da. Dann gibt es viele andere Lieder, die mir am Herzen liegen. Zum Beispiel singe ich wahnsinnig gerne Richard Strauss. Die Zueignung. Das geht so, fängt so an. Ja, du weißt es, teure Seele, dass ich fern von dir.